New text message from Serge. Hey, about to board. What's up? Not angry, just concerned. Look, I need answers. I just got here and this shit's messed up. I'm onto something. And I'm starting to think I'm having these nightmares for a reason. Message sent. Okay, wir können natürlich auch nicht texten. Das machen wir alles per Sprachnachricht. Und auch das Scannen der Medikamente war gerade ziemlich cool. Ziemlich cool gemacht. This place feels different. Anders an. Ist auch was anders. Wir sind doch gerade noch hier rausgegangen, oder? Nicht die Treppe hoch oder runter. Da unten ist doch wieder ein Tonband. Nur mal eben hier reingucken. Das ist wieder die Küche. Gehen wir erstmal runter. Wir müssen dahin. Das ist unser Ziel. Ich glaube, das ist wieder die Toilette, wo wir hin müssen. Und hier ist ein weiteres Tonband. Wir haben keine echten Nachbarn, also die einzigen Leute, die wir getroffen haben, waren in lokalen Märkten. Brief Interactions. Felicia und ich sind nicht Barhopping-Types, also für den meisten Teil sind wir allein hier. I don't mind the solitude myself. In fact, I thrive when it's just me and my thoughts. But I'm worried Felicia's going to want some girlfriends. I should encourage her to get out more. And make sure she doesn't mention our address. Er will, dass sie öfters rausgeht, aber nicht, dass sie unsere Adresse sagt. Und wieder kein Wort vom Baby. Sehr, sehr merkwürdiger Mann. Würde ich jetzt mal behaupten. Oder es gibt für alles einen Grund. Ich kann immer noch nichts hier machen. Tasse. That thing was in the garage again. With the baby sitting on my bladder, it took all my self-control not to wet myself. My nerves are shot. I need some tea. Okay. Mit dem Ding meint sie höchstwahrscheinlich die Eule. Ich meine, uns hat sie auch gut erschrocken. Da hinten müssen wir hin. Okay, geht's wieder raus. I'll be out in a bit. Just leave it on the bar, honey. Thank you. Einfach an der Bar liegen lassen. Da vorne? Ja, ich schätze schon. Okay, hier haben wir so einen kleinen Aufenthaltsraum, so eine kleine Man Cave mit einer Bar und einer Sitzecke. Der Brandy Room. Super. Now that I'm done running ghost errands, I can get back to the snooping. Okay, jetzt ein weiteres Tonband. Each one is absolute crap. I've got a stack of JAMA journals up to my chin, and every issue is stuffed with pompous pseudo-intellectual prattle about the dangers of the medical model and the anti-pharmaceutical movement. Do no harm, my ass. One of my colleagues going to get back to what matters, the patient. A commentary on the state of Benny's. This drivel serves no one. Okay, er ist also ein sehr konservativer Arzt, der gerne die Schulmedizin vertritt, so mehr oder weniger. Und das nervt ihn irgendwie. Und wieder einmal, keine Erwähnung. Waren wir das? Ich glaube nicht. Oh Mann, das ist cool. Das ist verdammt creepy. Können wir hier noch was aufnehmen? Nee. Okay, wir sind wieder im Hauptraum. So wie es aussieht. Nee, es ist ein anderer Raum. Die Pizza ist weg. Okay, ich denke, das ist ein Bug.
Telefon. Speisekarte nehmen. Oh! Errungenschaft freigeschaltet. Mashi. Mit Delphi scannen. Dann erzähl mir mal was, Delphi. Delphi. Text to speech. Nancy Chang's Chinese cuisine. Okay. Chinesische Küche. Haben also eigentlich Chinesisch bestellt, so wie es aussieht. Oder das war irgendein Witz, den ich nicht verstanden habe. Okay, hier könnten wir uns wieder verstecken. She's so perfect. Oh, sie ist da. It's almost like she's hard to look at. My eyes can't focus. I should probably tell Richard. I don't want to tell Richard. Ich will es Richard nicht sagen. Wer hat es gesagt? Okay, das Baby ist da. Sie hat aber anscheinend körperliche Probleme. Sie kann sich nicht auf das Baby fokussieren. Ich denke schon, dass sie es optisch meint. Also wirklich physikalisch quasi. Und gleichzeitig will sie es Richard nicht sagen, weil sie vielleicht... Das Haus hört zu. Okay. Hold on. No. Who is master of the world? Man or the insect? Nature's most persistent creatures represent forms of life. Wir lassen es einfach mal an. Terrifying mandibles. Damit wir mehr sehen. Das Haus hört zu. Wir müssen also so langsam aufpassen, was wir tun. Warum diese Gegenstände? Okay. Ich guck mal eben, wo wir hin müssen. In die Richtung. Aber ich vermute, die Tür ist zu. Na gut. Du hast gewonnen. Hier gibt es mehrere Tonbänder. Fangen wir mal mit dem hier an. Let's see here. Dose 1, 50 milligrams of amipramine, along with 100 milligrams of morphine for pain. Patient is woozy, but not hysterical. We'll maintain dosage tomorrow. Okay, ich hoffe, dass der Patient nicht seine Frau... Ne? Sollen die jetzt wirklich ganz, ganz leise sein? Dose 2. The amipramine has caused vomiting and patient's hysteria has returned. Moving forward with a combination of monoamine, oxidase inhibitors and tricyclic antidepressants. Okay, ich schätze... Ich schätze, er hat es wirklich... seiner Frau verabreicht. Und dass sie vielleicht irgendwie durchdreht oder so. Aber was ist der Grund? Okay, Dr. B. What interests you enough to use as a key code? Gotta poke around some. Okay, wir müssen den Key Code finden. Was stand denn da? Aufgeben oder freischalten? Okay. Da hinten müssen wir gucken. Ist aber auch irgendwie was. Okay, wir können nicht reingucken. Schade. Der Kopftest fällt diesmal leider aus. Das ist jetzt voll gruselig, dass immer so Geräusche sind. Während wir draufhauen. Okay, undichte Heizung. Vielleicht ein Vorteil. Da hinten müssen wir hin. Bin mir nicht sicher. Ich gehe einfach mal zur nächsten Note da hinten. Hier ist so einiges. Oh, man.
feel so good. Ich fühle mich nicht so gut. Okay. The patient is taken to seclusion and doesn't seem to understand her surroundings. This, I think, may be for the best. I will monitor this situation closely before making any more hasty decisions after last time. Still, she needs her medicine and she leaves her pills on a tray each night. She doesn't understand that she needs to get well for herself and for the baby. I must take matters into my own hands for both their sakes. Ja, das ist ja ein sehr... Into my own hands? That's not alpha male or anything. Okay, ach herrje. Die arme Frau. Wir müssen scheinbar nach oben. Wir haben hier aber noch ein paar Notes, die wir anscheinend uns noch angucken können. Irgendwas gibt's hier noch. Und uns wurde auch wieder schwummerig. Wir sind wieder draußen. Mit Delphi scannen. Delphi, text to speech. One. Some kind of woman. Somehow connected to the tree. Two. Other people, seemingly unrelated. A 1940s housewife. Could this be Betty? Some man with a mustache? Three. That song. Four. The noises. Five. Misaligned chakras? Was she having visions too? Everything's fine now. I'm fine. Sandy's fine. Won't you come back and sleep with us, Richard? Daddy. Okay. Da stand gerade zwischendurch, Geräusche können Feinde herbeilocken. Da sind wir mal ein bisschen ruhiger. Sagt er und klopft auf den Boden. Ah, wir müssen auf jeden Fall wieder nach oben. Ich will noch mal gucken, was hier unten ist. Ob hier noch irgendwas ist. Hinterm Bild können wir uns verstecken. Don't know where it's coming from, but sometimes I see this thing. Ding. Don't know why, but I just have to paint it. Even if it's just to get it out of my periphery. Sehen können wir es leider nicht, was sie gemalt hat. Sehen können wir es leider nicht. Sie hat also auch Dinge gesehen. Okay, jetzt müssen wir mal eben gucken, wie man wieder hochkommt. Ich glaube, hier war das nicht. Das... Nee. Hier, die Treppe. Aber ich sehe doch so wenig. Okay, wir versuchen mal blind die Treppe hochzugehen. Das ist so creepy. Geht's weiter. Wir können nur versuchen, mit unseren Schritten ein bisschen Geräusche zu machen. Da müssen wir hin. Das ist wieder so eine Art... Okay, hier ist ein Teddy. Wir sind in so einer Art Kuppel. Die Sternenwarte quasi. Und hier können wir wieder was scannen. Delphi, text to speech.
The only star I can really seem to hone in on is IC-2118. A fave, to be sure, but the stars are just wrong here. The worst part is that Felicia agrees. IC-2118. I wonder if 2118 would work. Okay, ich würde sagen, wir versuchen das mal. Da haben wir auch irgendwas, ein Radio. Können wir das anmachen? Können nicht. Jetzt muss ich nur den Raum wieder finden, wo man den Code eingeben konnte. Sleep with us, Danny. Sleep with us. Da hinten war der, genau. Hier kann man sich tatsächlich verlaufen in dem Haus. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Man sieht die Pflanze quasi hinter dem leuchtenden Türrahmen. Licht machen. Just a shot in the dark, but I wonder if that star the good doctor was referring to might be it. What was it again? 3118. Auf jeden Fall 118 hinten. Cha-ching. Bingo! Ein Schlüssel. Errungenschaft freigeschaltet. Master of Punkt, Punkt, Punkt. Okay, und jetzt können wir da hinten in die Tür. Und ich frage mich gerade, wann wir wohl das erste Mal auf Freiheit treffen. I can't go in anymore. I know, my fingers fumble keys and sometimes I'm a little slower than before, but you can't keep me prisoner in this house, in this body. I don't want any more pills. Okay, er hat sie gefangen gehalten. Die Entwicklung gefällt mir ganz und gar nicht. Was soll ich denn sagen? Okay, da hinten war die Tür. Da kommen wir nicht durch. Wir müssen also außen rum. Verdammt. Ich tapp jetzt selber schon hier rum wie sonst was. Ah, okay. Die Tür. Wo wir gerade schon die Note gelesen haben. Da sind wir also. Spiel gespeichert. Leise Musik kommt aus den Boxen. Okay, er hat ihre Bilder gesehen und es hat ihn angewidert. April 2nd. Patient is once again sedated and resting. Part of me wonders if the strange sounds around this house aren't just signs of its age. I'm frightened of this place and of my own wife. I spend most of my time in the turret telling Felicia I'm working and watching the baby. Okay, das heißt, ihn beruhigt es jetzt auch so langsam mal. Die erste menschliche Geste, die er so ein bisschen zeigt. Und das ist mal wieder die Sorte Mensch, die meint, alles richtig zu machen und dabei einfach alles falsch macht. Ich muss mal eben gucken, wo wir hin müssen. Da hinten müssen wir hin. Können wir vielleicht hier durch die Tür? Ja, können wir. Was war da? Nichts. Eigentlich war da nichts.
Ein Spielautomat. Das ist ja cool. Mal eben gucken, wir müssen durch diese Tür. Die ist aber natürlich zu. Was ist da? Dann natürlich weg. Ist das vielleicht das Arbeitszimmer von unserem lieben Herrn Doktor? Was ist denn jetzt Frank? Ein anderer Patient? Ansonsten hätte ich gesagt, es ist ziemlich verwirrend, dass er seine Frau mal den Patienten nennt. Oder Patient generell. Okay, wir müssen irgendwie raus. Irgendwas ist da hinten. Irgendwas da hinten. Das ist wieder der Spielraum. Da oben leuchtet auch was. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da vielleicht schon waren. Die Tür ist zu. Hier können wir wieder raus. Ich glaube, das ist nur der Weg, den wir... Genau, dieser Zwischengang quasi. Irgendwie müssen wir da hinten hin. Momentan habe ich aber keine Idee, wie wir da hinkommen. Genau, hier ist wieder der Fernsehraum. Hier geht's noch... Okay, hier geht's eine Treppe hoch. Das... Oh Gott! Sah aus wie ein Kind mit Hörnern. Gott. Vor den Schweiß auf der Stirn stehen. Selbst ein hartgesottener Horrorspieler wie ich nimmt das ganz schön mit. Okay, wir müssen aber trotzdem da hinten hin. Ist aber zu. Es ist zu. Das heißt, das ist unser einziger Weg. Das Fenster leuchtet so. Ich schätze mal, wir müssen da hin, aber erstmal die Sache mit dem Frosch. It's from my favorite book growing up, The Princess and the Frog. My mom said she always caught me by old stinky ponds and wetlands looking for my future husband. But it wasn't about boys. I fell in love with nature. The sort of spirits that bind us. If a gem or an herb could facilitate a divine connection, why couldn't an animal have a beautiful soul? Da können wir auch noch rein. Anscheinend wieder ein Kinderzimmer. Und, ach so, das Fenster ist einfach nur undicht. Da kommt Wind durch, deswegen leuchtet so. Und, ja, die Frau war anscheinend sehr naturverbunden. Ist in allen etwas Göttliches gesehen. So mehr oder weniger. Können wir den anmachen? Okay, wir haben mehrere Wege. Hier gibt es noch eine Note. I planned on painting my own set of tarot cards when we moved in. Now I just can't seem to do it. The cards and their symbols seem to take a life of their own. I don't want to use them. Okay, sie hat sich Tarotkarten selber gemalt. Scheinbar talentiert. Ich meine, sie hat ja auch zwischendurch halt die Bilder gemalt.
Das Haus ist wirklich sehr empfindlich, was Geräusche angeht. Ups. Irgendwas, was wir hier angucken können. Chuck. Das ist einfach nur ein Storage, so wie es aussieht. Hier sind wir in eine Sackgasse gelaufen. Das ist eine Sackgasse. Hauptflur. Da sind wir, glaube ich, gerade nicht reingekommen. Hier können wir uns wieder verstecken. Da hinten leuchtet wieder was. Bin mir nicht sicher, ob wir da hinkommen. Da ist noch zu. Okay, wir sollten wieder ein bisschen leiser sein. Hier ist die Note.